Ja, warum lässt man die überhaupt mitmachen? Ist das wirklich, ist das echt Absicht, dass man sagt, okay, das stimmt, die sind Vegetarier und die lassen wir jetzt extra mitmachen, damit nämlich die Zuschauer sich genau aus diesem Grund darüber aufregen, weil sie Vegetarier sind und die Zuschauer sich dann logischerweise fragen, was wollen die denn da? So wie ich jetzt. Also entweder das eine oder das andere. Ich finde beides wirklich total benagelt. Macht mir, finde ich, doof. Gefällt mir nicht. Gefällt mir dann vom Format nicht. Dass man echt dann sagt, hier, wir holen die rein, die das, die Scheiße nicht fressen, damit die Leute sich darüber aufregen. Das ist doch assi. Vor allen Dingen, dann ist ja auch irgendwie, ist ja logisch, dass die dann keine Sterne oder keine, was auch immer holen. Ist doch blöd. Und irgendwie hat mir die Arbeitskollegin erzählt, diesmal wären es auch irgendwie so Teams, die da gegeneinander antreten. Das finde ich ja vom Grundgedanken schon wieder cool. Dass man das in Teams aufteilt und die einen bekommen dann eben, also die, die gewinnen, bekommen das tolle Essen und die anderen kriegen Nase. Finde ich vom Grundgedanken her schon wieder gut. Aber ich finde es blöd, wenn diese Teams dann da weiß ich was fressen müssen. Das ist doch behindert. Ja, das finde ich dann schon nicht mehr lustig. So, jetzt holen wir hier mal den ganzen Moosstein raus. Der ist ja doch relativ selten, habe ich. Ja, super, jetzt liegt der da. Oh. Höhle. Ach Gottchen. Ja, war ja klar. Irgendwo grenzt dieser Dungeon an eine Höhle. Oh, guckt mal hier. Aha. Aha, da haben wir einen Zugang freigelegt. Freigelegt haben wir nicht, aber gefunden. Ach, ist ja nice. Das ist ja nice. Okay. Warten Sie es ab. Dann baue ich hier gerade nur mal hoch, damit ich das wiederfinde. Das sieht ja so schlecht in dem Sand hier. Nee, da brauche ich jetzt keine Fackeln. Das sieht man ja nun so. Cool. Dann haben wir hier den Zugang zum Zombie-Spawner. Das finde ich sehr nett. Den können wir auf jeden Fall schön ausbauen. Ja, aber nochmal auf diese alten Leute da zurückzukommen. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber für den Körper ist das da ja jetzt garantiert nichts mehr. Okay, das war eine Scheißidee. Da habe ich da den Sand runtergeholt. Ist ja doof. Alter! Nö! Okay, warte mal. Du musst aber runter. Du kannst da so nicht bleiben. Ja, da ist mal wieder. Ja, das will ich aber nicht. Ich will ja oben nicht alles kaputt machen. Das ist ja doof. Also für die alten Leute ist das da auf jeden Fall nichts. Und ich frage mich, die haben doch garantiert auch noch irgendwie, auch wenn die total verarmt sind, ich meine, das ist der Grund, warum sie da mitmachen müssen, aber haben die nicht irgendwie Berater oder eine Freundin oder eine Ehefrau, die dann sagt, hier, nee, nee, du mein Freund, meinst du nicht, du bist ein bisschen alt dafür? Also jetzt mal wirklich. Würde mir Sorgen machen. Ich habe auch mal irgendwann, als das auch so komisch da mit ihren komischen Tieren fressen war, mussten sie auch irgendwelche lebendigen, fetten Maden in sich reinstecken. Da habe ich so überlegt, das heißt überlegt, da muss ich gar nicht lange überlegen, wenn mein Partner, jetzt mal ganz ehrlich, ganz im Ernst, mein Partner da in diesem Dschungeldings mitmachen würde und der würde da diese Viecher fressen und ich meine gerade jetzt noch nicht mal Kakerlaken oder irgend sowas, sondern diese fetten Ekelmaden, ja, diese schleimig widerlichen dicken Dinger, die da so und dann bewegen die sich wahrscheinlich im Mund. Alter, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Uah, muss ich gleich kotzen. Aber wenn mein, oh nee, jetzt kommt da wieder was runter. Das ist doch scheiße. Ich will das nicht. Das müssen wir von oben wieder auffüllen. Wenn mein Partner heimkäme und hätte sowas in sich reingesteckt, drauf rumgekaut, durch die Zähne gezogen, ich würde, und das meine ich wirklich, ich würde den nie wieder küssen. Ich finde das so
abartig, abartig. Ich kann gar nicht sagen, ich kann gar nicht sagen, wie abartig ich das finde. Da kriege ich richtig Gänsehaut. Treppe brauchen wir nicht mehr. Wir können von außen jetzt hier rein. Da kriege ich totale Gänsehaut. Das ekelt mich zu Tode. Echt wahr. Komme ich da dran, wenn ich hochhüpfe? Ich will an den Stein. Nee, komme ich nicht. Ja, da kriege ich richtig Pickel vor Ekel. Ich will hier gar nicht raus aus der Höhle. Ich möchte hier nicht raus. Da ist Gewitter. Also da kriege ich auf jeden Fall richtig Pickel vor Ekel. Den würde ich nie wieder anfassen. Das ist... ja, oder wie? Wie seht ihr das so? Bin ich da allein mit meiner Meinung, dass ich es eklig finde? Ich weiß ja nicht. Habt ihr da ein anderes Schmerzempfinden für sowas? Oder könnt ihr euch das... Also ich kann mir das ja noch nicht mal angucken. Ich muss da einfach dann wegschalten. Ich kann es mir nicht angucken. Könnt ihr euch das angucken? Wenn die sich da diese ekligen Viecher in den Hals stecken? Und das muss man ja noch nicht mal sehen. Man weiß es ja. Man weiß es ganz genau, die Tiere leben. Das fällt das nicht auch irgendwie unter... unter... Dings? Tierquälerei? Ich weiß doch nicht. Ist da, ich meine, das ist ein Unterschied, ob die Ureinwohner Australiens diese Viecher da essen, die so leben wie vor 500 Jahren und immer noch so leben und die machen das so, dann sollen die das machen. Absolut für mich in Ordnung, ja. Aber es ist doch ein Unterschied, ob die das dann machen oder ob da irgendwie westliches Fernsehen angerückt kommt mit irgendein paar Verrückten und ja, die quälen die Tiere dann zum Spaß. Die quälen die nicht, um zu überleben. So wie die Ureinwohner. Ist doch ein Unterschied. Meldet sich da nicht der Tierschutz? WWW und Peter und keine Ahnung, wie die alle heißen? Nein, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie die heißen. Aber die müssten sich doch da mal melden. Haben die bestimmt auch, oder? Könnte ich doch wetten. Kann mir nicht vorstellen, dass so eine Sendung... ja, nicht online, ja, ne, dass so eine Sendung an den Start gegangen ist, ohne dass sich da irgendwelche Tierschützer gemeldet hätten und überhaupt und weiß der Geier. Ach, es regt mich alles auf. Und am meisten regt mich auf, dass ich es nicht gucken will, weil ich es einfach nur pervers finde. Wo ich es gerne gucken würde, wenn es einfach mehr Unterhaltungswert und mehr irgendwie so ein Abenteuermodus hätte und nicht nur noch, wir fressen Scheiße, so. Und jetzt habe ich das Dschungelcamp, habe ich mich ausgelassen. Hab euch hier die Ohren blutig gelabert damit. Und wir haben einen Dungeon entdeckt und einen Arsch voll Sand geholt. So, finde ich gut. Da machen wir was Schönes draus. Und dann kriege ich nämlich auch Erfahrungspunkte. Finde ich super. Am liebsten hätte ich ja irgendwie einen Skelett-Spawner gehabt. Aber okay, man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. So, wir haben da 10 Glas. Die nehme ich mal mit. Hier, du bist du mein Pony vom letzten Mal? Hallo, na du? Du bist doch garantiert mein Pony. Wir haben uns doch schon mal unterhalten. Ja, wir haben uns doch schon mal unterhalten. Und jetzt hast du einen Sattel, mein Freund. Darf ich jetzt mal hier? Yes! Juhu! Ja! Ja, Black Beauty. Aber Black Beauty, der Name passt schon mal gar nicht so zu dir. Hui! Jetzt kann ich es reiten. Ich würde es auch gern anbinden, aber leider habe ich keinen... Sag mal, kann das sein, dass du dich immer nur auf die Hinterbeine stellst? Ach, was ist denn das für eine Leiste? Hä? Die habe ich ja noch nie gesehen. Ist das Springen oder ist das Aufsteigen? Sieht ein bisschen aus wie beides. Jetzt zeigt er mir da doch die Leiste von dem Pferd. Ist doch eindeutig. Ja, ja. Das Blaue da. Und die Herzchen sehen auch anders aus. Wanderle. Cool. Wir haben unser erstes Pferd. Ich habe nur keine Ahnung, wie wir es nennen. Black Beauty würde ich es jetzt nicht nennen wollen, weil es einfach von der Farbe her nicht passt.
Aber da könnt ihr ja mal tätig werden. Wie wollen wir denn unseren gescheckten Schimmel, Gaul, Schwarz-Weiß, gescheckten hier nennen? Ich weiß es nicht. Ich verlasse mich da mal auf euch. Ihr müsst ja mal einen Namen geben. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Den kann ich gar nicht anbinden. Was mache ich denn jetzt hier mit unserem namenlosen Pferd?